Ja, der 13. Teil. Hoffentlich bringt der 13. Teil bei uns hier Odyssey im Auftrag des Königs kein Unglück. Ich sitze noch vorm Kamin, wärme mich auf. Es war ein blöder, nasser Tag. Ja, und ich habe jetzt auch hier gerade mein Environment hier auf das Feuer eingestellt, weil es richtig schön gelblichen Ton angibt. Ich habe meine Lichtbox jetzt gerade auf gelb, aber das ist egal. Ich wollte halt eben nur ein bisschen die Atmo. Atmo vermitteln. Gut, okidoki. Deswegen gehen wir auch wieder raus und stellen wieder normal um, damit man mich sehen kann. Jetzt ohne OBS-Studio, ich habe einfach so eine Fernbedienung hier. Da kann ich meine Lichtbox mit steuern und auch andere Farben mit einstellen. Gut, nur das so zur Erklärung. Dann gehen wir wieder raus aus Jutas Hütte und es regnet ja immer noch. Ich glaube, ich werde mal pennen. Das hatte ich auch in der Folge 12 gesagt. So, also los, Leute. Wollen wir erstmal hier in das schlechte Wetter mal wegschlafen. Raus aus meinem Bett! Ja, Jutta, ist ja gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, jetzt pennt ihr. Ja, gut, okay. Ja, ganz früh am Morgen noch. Ja, die Sonne kommt raus hinter den Wipfeln der Bäume und wir gucken uns mal in dem Log an, was wir noch zu tun haben. Wir haben ja schließlich die Lebensmittelbesorgung ja im letzten Teil ja gemacht. Und welche aktuelle Mission können wir jetzt angehen? Das ist die große Frage. Olex Lied vielleicht? Ah, da waren ja noch irgendwelche... Na, das war da hinten in der Höhle mit diesen Gobbos. Der Büchsenmacher, okay, das ist ja auch, glaube ich, eine Geschichte, die ja nicht noch nicht so aktuell ist. Für mich der Alchemist. Ja, der Alchemist. Da muss ich mal gucken. Oh, sorry. Da weiß ich noch nicht, wie man da weiterkommen kann. Ich versuche etmal mal. Ah, das ist schön hier, diese Dämmerung. Johann? Warte mal. Mal anzufragen, ob er irgendwas hat. Nein. Ich werde erstmal hier im Dorf gucken, ob noch irgendwelche kleinen Nebenquests machen sind. Schauen wir mal. Ach, hier haben wir auch einen Baumstamm. Könnten wir eigentlich noch was zu machen. Eile oder sowas, aber hübschi. Aber da können wir noch keine Bolzen schmieden. Die ab. Äpfel haben wir. Ist noch was? Mondschatten. Gut, okay. Lecker Mondschatten. Hier hatten wir auch die große Rattenplage gehabt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Bei diesen beiden Peoples kommen wir auch nicht durch. Moment mal, jetzt steht da plötzlich einer. Bertrand. Bertrand. Oh, Bertrand sagt nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass Bertrand nichts sagt? So, die Brötchen und die Fische haben wir auch schon erledigt. Wieso sage ich mal Brötchen und die Fische? Speisung der 40.000, ja. Hey. Okay, die Quest ist erledigt. Definitiv ein für alle Mal. Hier liegt noch ein Fisch rum. Okay. Zur Morad-Insel müssen wir auch nicht mehr. Können wir hier irgendwas knacken? Irgendeine lustige Truhe? Nö. Ich glaube, was haben wir hier? Fischernetz? Aha. Okay. Ein Fischernetz, welches ein Truhengeräusch macht, habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja irre. Muss man gleich nochmal hören, okay. Ich sag auch nochmal, kann man hier was knacken? Nö, ist keine Truhe da, aber ein Fischernetz. Hey, Leute. Also, das sind wieder Überraschungen, die kommen wieder richtig gut. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen scouten oder sowas. David von Scouten soll mal scouten. Hier, der Bock ist immer noch unsichtbar, ne? Der einzige Bock unter den Schafen, fällt mir gerade auf.
Vielleicht muss ich dem irgendwie noch Quest geben oder so, einen Sichtbarkeitstrank brauen. Ich weiß es nicht. Hey. herrlich. Ja, schauen wir mal. Ich versuche mal hier reinzugehen. Gibt's da was? Ich glaube, in den einigen Folgen habe ich gesehen, dass da irgendwelche Peoples sind. Also nicht Peoples, sondern irgendwelche Wölfe. Vor allem dieses gruselig. So, dann schauen wir mal. Ah, richtig. Ja. Oder looten, oder Scout-looten, oder Scoot-lauten. Wäre blau, fliegt alles da. Also was soll's. War doch noch was. Warum habe ich das Gefühl, dass es hier nicht so erquickend sein wird? Kann das sein, dass da hinten eine Höhle ist, hinten links? Zwar da. Ich habe übrigens meine Kamera gespiegelt. Denn wenn ich mich selber wie im Spiegel sehe, komme ich besser recht. So. Da ist doch schon was. Da hinten ist doch was. What? Auch schön. Ah, oh, ich höre sie schon, ja. So, ja, da kommen sie schon. Nein. Hallo, wie wäre es mal mit Schwertchen ziehen? Ja, super. Jetzt will er die Schafe reißen, wie im richtigen Leben. Sag mal, bist du bekloppt, Wolf? Oh nee, das glaube ich jetzt nicht. Der soll die Nein, nicht das Schaf, den Wolf bitte sehr. Oh, oh, oh. Alter. Könnte ich den reißen? Ja, ich weiß. Nimm mir nicht die Erfahrungspunkte weg. Oh, Hermann, du Doofkopf. Den kann man ja nicht. Okay. Okay. Hermann hat mir jetzt die Erfahrungspunkte genommen, du. Eins, was soll das? Was kann ich mir jetzt hier? Rohes Fleisch, Lebensenergie. Leute, da ist auch wieder was falsch. Und zwar sehe ich nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da war kein rohes Fleisch abgebildet. Mal gucken, was habe ich denn hier an. Was habe ich denn hier überhaupt? Oh! Das ist irgendeine Darstellungsschwierigkeit. Da muss ich mal gleich nochmal einladen. Speichern einladen. Okay. So, nochmal neu gespeichert. Mal neu laden. Bin ich mal gespannt. Vielleicht klappt's ja. Yes. So. Dann nochmal gucken. Ja, jetzt werden die Sachen wieder richtig dargestellt. Oder auch nicht. Das ist jetzt komisch. Ja. Weiß der Geier, warum das so ist. So, das ist jetzt der Hermann, ne? Ja, richtig. Super. Okay. Also, wenn ich diese Wölfe so richtig lustig reißen, hätte ich beinahe gesagt, so richtig schön platzen könnte, kann, eben gesehen, werde ich es nochmal probieren. Aber was mich neugieriger macht, ist eventuell die Höhle dahin. Oder nachher ist da die Höhlengeschichte. Ich mache nochmal hier Speicherung. Also ich liebe den Wald. Ja, also das ist so... Da gehe ich auch selber persönlich ganz gerne hin. Ich habe auch so ein kleines Filmchen von mir, wo ich als Waldmeister da rumlaufe und irgendwas schnitze. Jetzt muss ich leise sein, weil... Was? Da ist doch was. Da ist so ein Heinz dahin. Ah.
Hülle da? Hallhöhlchen. Nee, was ist da drin, ne? Da ist ein Wolf drin. Den war. So, und dann werden wir erstmal gleich unsere komische Sense einnehmen. Okay, wer ist denn hier noch? Nee, das ist da, ne? Ja. Hallo, Wolf. Hier bin ich. Komm her. Komm an. Ich versuche ihn mal zu natzen. Ach, so ist das. Das ist doch Mist. Ich will ihn nicht raustreiben. Oh, scheiße. Versuchst du mit beiden, wa? Lebensmütze. Ach, jetzt guckt der Dritte auch noch. Aha. Ja, bringt doch nichts. Ist doch klar. Ist doch klar, Alter. Nee, das ist wieder wagemutig. Ich könnte. Nee, bei den Wölfen war das vom. Nee, das war so. Wenn einer angelockt wird, dann kommunizieren die untereinander und dann kommen sie mit mehreren. So war das irgendwie. Okay, das soll es erstmal mit den Wölfen gewesen sein. Nicht, dass da wieder halt so von wegen, wieso hast du sie nicht alle und solche Geschichten hintereinander. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir noch ein bisschen zu gefährlich. Und außerdem, wenn ihr mal hier auf mein Charakterprofil guckt, dann seht ihr Stärke 14, Geschick 14, hallo. Ich habe zwar 10 Lernpunkte. Da könnte ich mal ein bisschen mehr Stärke oder Geschick holen. Das werde ich jetzt auch diesmal machen. Werde ich auch. Das heißt also, wir werden mal wieder mal schön zum Bruno hin und dann mal Stärke von ihm lernen. Das geht doch gar nicht, ey. Was ist Abteil? Wölfe. Und dann kommt er auch noch zum Hermann dahin, seine Schafe reißen. Ne? Und sieht ja überall hier so von wegen, es gibt wieder in Deutschland Wölfe. Nicht nur in Deutschland. Ja, auf Athanos auch. Und die reißen auch Schafe, diese Blitzohrenwölfe da. Guck mal hier. Die hat sich sogar ein Schaf verirrt. Was soll denn das? Lauf mal wieder schön zurück zu deinen kleinen Freunden ein. Schön, gut, alles klar. Okay, in diesem Sinne. Rennen wir zu Bruno. Das ist Oleg, ne? Ist das Oleg? Große Frage. Vielleicht hat er noch irgendwie eine Zwischenquest, man weiß es nicht. Ich teste das immer 5-mal, 8-mal ab. Wie gut. Tschüss. Also die Gebäude sind richtig klasse gemacht. Finde ich gut. So, wir suchen jetzt erstmal hier den Bruno auf. Bruno. Ist ja irgendwie ein Stockwerk über oder er ist hier. Da ist er schon. Ich will stärker und geschickter werden. Ich will stärker und geschickter werden. Stärke plus 5 gleich 5. Aha. Ich mach's mal ausgeglichen, oder? Stärke plus 5. Geschick plus 5. Ja. Ist konsequent, denke ich mal. Gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Mal gucken, Neuigkeiten? Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja, die Disziplin. Ja. Da, das. Die Disziplin. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Was? Der arme Kerl kann einem leid tun. Das sehe ich auch so. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ach, die dahinter daran ist ja noch Chor. Sich nie etwas ändern. Wollen wir eben das Gespräch unterbrechen? Geht auch nicht, die lassen sich nicht unterbrechen. Hey! Hey, Ende! Nee, wie schon gesagt, ich muss natürlich erstmal eine ganze Geschichte an Erfahrungspunkten sammeln, damit ich mindestens 30 Stärke und 30 Geschick kriege, so wie ich das im Log gelesen habe. Und muss mir noch Armbrust und Bogen schießen und Lehrmeister und Schwertmeister und Aste nicht gesehen werden.
Oh. So, was haben wir denn jetzt hier? 19. Aha, 19 Stärke, 19 Geschick, Mana. Ja, wo können wir denn noch... Oh, wir brauchen nur noch 440 an Erfahrungspunkten. Wo können wir die denn holen? Bin ich echt überfragt. Die gute Mine, die alte Bibliothek, Olex Lied. Ja, und dann gegen die Olex. dann gegen die... bam, bam. Vielleicht sollte ich das machen. Gegen die kleinen Gobos kämpfen. Wir sind jetzt ein bisschen stärker geworden. Vielleicht bringt das was. Vielleicht bringt das was. Wir wissen ja, wo die Höhle ist. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Man erzählt sich also einiges. Ingolf. Mich brauchst du das nicht zu fragen. So muss ich immer an Ingolf Lück denken. In Formel 1. Ja, ja. Und runter da. Der arme Kerl kann einem leid tun. Die Mauern sind hellhörig. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt möchte ich doch mal sehen, ob wir eventuell das Glück haben. Ich will aber diesen schwarzen Gobber nicht als erstes haben. Le Gobbo. Le Gobbo. Le Gobbo. Heißt das eigentlich auf Französisch? Le Gobbo? Le Gobelin? Le Gobelin. Le Gobelin. Das hört sich ja gleich wieder viel, viel interessanter an. Die französische Sprache, die kann so richtig edel anhören, auch beim Fluchen, nicht wahr? Merdalor. Das hört sich an, als würde ich mit einem Seidenpapier meinen Hintern abwischen. Das ist die französische Sprache. Ja gut, okay, das ist aus Matrix Reloaded, was der Merowinger damals da gesagt hat. Warum er so gerne die französische Sprache bevorzugt. So. Mit meiner komischen Hacksense da. So, da hinten ist einer, den möchte ich als erstes haben. Hallo, Gobbo. Da sind so viele. Die stehen alle noch im Mist, im Nebel, meine ich. Ne? Ne? Ja, ja, da ist einer. 1, 2, 3. Ah, der Schwarze kommt natürlich als erstes, wa? Ah, spannend. Ah, der Schwarze kommt als erstes, das will ich nicht. Nee, der geht haut wieder ab. Interessant, man kann das gar nicht... Ja, jetzt ist der Weiße vorne. So ein bisschen den Abstand nehmen. Ich brauch doch Erfahrungspunkte, jetzt kommt mal an hier. Hallo. Ja. Gut, jetzt wieder ein bisschen gehen. Die sind hinter mir, das höre ich genau. Wie viel sind's denn? Oh, hören sich an wie 2 oder 3. Na? Alter! Ja. Wer war denn das von denen? Hallo? Also okay. Das ist Goblins. Goblins kann ich noch nicht holen. Ja. Yeah. Oder? Soll ich es nochmal probieren? Le Gobelin. Da habe ich jetzt nochmal eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt schon bei Französisch sind. Ich habe gelesen im Forum, da gibt es auch, hat man mir gesagt, dass... Odyssey auch mit L-Apostrophiver gut aussehen soll. Jetzt weiß ich nicht, was dieses L-Apostrophiver ist. Ich habe schon so oft davon gelesen. Und bei einem anderen Let's Player hieß es so von wegen, er wüsste auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Liver oder L-Hiver. Wie sprecht ihr denn diese Modifikation oder dieses... Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, was das ist. Habe ich auch nicht installiert. Ich weiß nicht, was es ist. Klärt mich mal auf. Elhiva, ist das auch so eine Rendering-Modifikation oder was? Ich habe es noch nicht installiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das sollte, weil diese schöne Render-Geschichte hier, DX11-Render, finde ich ganz gut. Ach, hier kommt man auch nochmal rein. Ja, das ist die andere Seite. Vielleicht können wir von der anderen Seite das...
Pferd aufzäumen. Was hier die Goblins angehen. Eigentlich schon wieder ein Gobelin. Le Gobelin. Ja, wir nennen die heute Gobelin. In dieser Folge heißen die bei mir Gobelin. Le Gobelin. Ouais. So. Schauen wir mal. Das hier ein Dunkelpilz? Ne, Butlerfleisch. Okay, dann haben wir das schon mal genutzt. Liegt auch hier irgendwo das Lied rum? Brauche ich mich gar nicht mit diesen Gobos zu unterhalten. Oh. Das kommt doch drauf an, ob sie Knüppel haben oder. Ja. Boah. Hat er schon abgehauen? Na, da kommt doch gleich wieder der Schwarze an. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich eigentlich einen Spruch? Da kann ich ja auch. Einen schwarzen Goblin, nee, brauche ich gar nicht haben. Brauche ich nicht haben. Nee. Brauche ich nicht haben. Oho. Ich wollte mich umdrehen, zuhauen und dann holt er mich auch schon. Ja, also. Was heißt das? Das bringt auch so nicht. Dampfe, ich koche vor Wut. Dass das nicht klappt. Habe ich schon gesagt, ich habe noch keine Skills. Der Anfang dauert immer ziemlich. Also hier brauche ich erstmal gar nicht weitermachen. Und Akrobatik kann ich auch noch nicht. Ach, Akrobatik. Wieso habe ich die nicht gelernt beim Hinz oder Kunz? Dann könnte ich viel schneller flüchten. Aber, Moment. Ich kann erstmal mein Reservoir gucken, ob ich irgendwelche Sprüche habe. Zaubersprüche, zum Beispiel vergessen. Oder zum Beispiel schlafen. Okay, und dann? Da kann ich auch nichts machen. Nee. Sonder, hä? Schön, diese Amseln, die da singen. Oh, ich muss gleich niesen. Oder auch nicht. Das ist doch nichts Neues. Gucken wir noch mal im Log rein. Was ist denn realistisch zu machen, der Alchemist? Und Schatten. Ja. Gibt's natürlich nicht. Raymond Schlaf. Das mit dem Alchemist, das sollte mal gelöst werden, weil ich habe hier schon ziemlich viele Hints. Also, Wenzel erzählt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen sollte. Auch diese. Sagt mir, dass er die Geräusche in der Nacht und harmlose Gibt es noch irgendwelche Leute, die ich noch fragen müsste? Weil ich komme hier nicht weiter. Ingolf will wahrscheinlich auch nichts sagen. Möglich ist alles. Torwache. Glaubst du wirklich? Daran wird sich nie etwas ändern. Na, Kanone ist nix. Wer erzählt und dann denn fehlen sowas? Mir bestimmt noch ein paar Bücher. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja, ich bin natürlich nicht. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Genau das habe ich auch gesagt.
Gucken wir mal. Daran wird sich nie etwas ändern. Und? Wie sieht es aus? Gut, sehr gut sogar. Er wurde noch nie eingeschlossen, würde er jetzt sagen. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Die übenden Ritter. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ritter. Schautsch. Ja, Brand. Ende. Ich weiß gar nicht, schade warum er eigentlich sich so aufregt. So, da war noch einer, der... Du hast das nicht gewusst. Das ist Gottfried, der sagt auch bestimmt nichts. Ja, Ärger kann ich nicht auch nicht. Ja, 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 ja. Bum, 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 bum. Wie geht's weiter? Geht es weiter? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das war doch schon vorher klar. Ja, dann würde ich sagen, wem man noch glauben kann. Lesen wir mal hier in der Buchkommode. Ist das wirklich wahr? Wölfe, diese Biester, schnell flüchtend, schwer, nicht in Bewegung bleiben. Okay, hier steht drin, wie gefährlich Wölfe sind. Muss man langsam hier die Buchkommoden durchlesen. Damit ich auch das hier endlich mal durch habe. Oh! Die Seefestung, hier gab es Erfahrung. Die Seefestung Athanos liegt auf einer kleinen Insel vor der Küste von Myrtana. Die Insel ist vor allem durch ihre Festung bekannt geworden als Bollwerk der königlichen Marine. Hat diese bereits seit über 500 Jahren den Feinden des Königreiches Trotz geboten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es in neuerer Zeit bisher noch niemand gewagt hat, die uneinnehmbare Festung von Athanos zu erobern. Außerhalb der Festung gibt es ein kleines Fischerdorf, deren Bewohner den kargen Boden nutzen, um etwas anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Lange Zeit wurde auf Athanos Gold und Schwefel abgebaut, mittlerweile aber wurde der Betrieb der roten Mine eingestellt. Es wurde auch nach Erz und anderen Rohstoffen gesucht, aber vergeblich. Außer der Hauptinsel Athanos gibt es noch eine kleinere Insel, die aber weder über Rohstoffe verfügt, noch für den Anbau geeignet ist. Allerdings kann man dort am besten fischen. Ja, da waren wir natürlich auch, ne? Meinst du, mir geht es besser? Die Molerath-Insel wurde da... Sag nicht, das hast du nicht gewusst. ...erwähnt. So, jetzt steht hier nochmal die rote Mine. Das ist doch bestimmt hier... Nee, 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 da war doch was. Hm? Dachte, jetzt wäre hier irgendwas Neues dazugekommen. Nee? Nö, nö, nö. Geheimes Reiseziel. Nee, nee, nee. Gut, okay. Moment mal, wenn er da so blöd steht, kann ich dann hier die Buchkomose mal lesen? Ah, kann ich lesen. Das war genauso, wie du sagst. Der Ork. Auf den großen Inseln des Mutanischen Meeres, so wie Nordmar, Orks, 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 Orks. Außerdem wurden auch von diesen Orks, Orks, ja, schön. Meinst du? Wurden Orks gesichtet. Hm, nee. Ich hab so einiges gehört. Auch. Und selbst ist er nicht darauf gekommen. Der Rekrut. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich schon? Das ist eine schlimme Sache. Lagerbestand habe ich schon. Ja, 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 ich weiß. Das hat er wirklich nicht verdient. Warte, Lager. Ich glaube, die habe ich auch schon alle durch. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Das muss so sein. Ich habe so einiges gehört. Von selbst. Sag nicht, dass. Hierauf Athanos. Okay, die habe ich alle schon durch. Das mal. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Um es zu. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das wundert mich. Och, das frustriert jetzt ein bisschen. Marbot, Erik, die haben doch bestimmt alle nichts zu sagen. Weil ich meine Grundausbildung noch nicht fertig habe. Da kannst du eh nichts dran. Volker, ja, 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 ja. Das ja. Mal. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Er musste es ja besser wissen. Was ist das?
Ah, ist der Weinkeller. Ich hätte das anders gemacht. Ich will noch was erleben hier. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das war doch schon vorher klar. Es war genauso, wie du sagst. Oh, nochmal. Bitter Kuno-Wert. Ich bin ganz kleiner Meinung. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Hier geht's in den Knast runter, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt geht der da schon wieder in den Knast. Das ist doch ein Mund. Ja, toll. Was macht ein Gefangener? Superklasse. Nee. Das ist wirklich nicht mein. Muss ja irgendwie zum Alchemisten kommen. Und es gibt ja nur den Hinweis im Logbuch, dass ich mit sämtlichen Leuten darüber gesprochen habe. Nur leider nicht mit dem Seiyan persönlich. Angret. Ist nur am Pennen, ne? Ich will mal merken, dass er nur am Pennen ist. Verdammt, was ist los? Alles klar? Ja, Roland, danke für die Nachfrage. Ja. 13. Folge. Und nichts ist passiert. Ich habe nichts gesehen. Oh ja. Stopp, da ist ja unser schöner Jonathan, unser Koch. Hey! Können wir irgendwas zubereiten lassen von ihm? Nein, können wir nicht. Aber ich habe doch ein bisschen rohes Fleisch, das könnte ich mal braten. Ach ja, lecker. Ein Stück Fleisch, 10 Stücke, alles Fleisch braten. Und da habe ich ja sogar mehr als 13 Stücke. Na toll, Folge 13 und 13 Fleischstücke gebraten. Ja. Schlösserknacke. Soll ich Schlösser knacken? Hallo, soll ich Schlösser knacken? Mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Wie viele Dietrische habe ich denn? Rische? 11? Mal schauen wir mal hier. So. Übrigens gibt es hier noch... Gucken, ist vielleicht eventuell ein Buch hier versteckt noch für die Grundausbildung? Oder vielleicht sogar obendrauf? Na, ja, aber hallo, Grundwissen über den Einhandkampf. Du sollst das packen. Hast du es gepackt? Perfektor. Ja. Grundwissen des Einhandkampfes. Um im Einhandkampf erfolgreich zu sein, sollte der Schwertarm bei den meisten Menschen, so ist es der rechte Arm, so gut trainiert sein, dass der Kämpfer mühelos mit der Waffe umgehen kann. Man sollte daher das Training nicht mit schweren, sondern mit leichten Waffen beginnen. Ziel des ersten Trainings sollte also sein, zunächst die eigene Stärke und das eigene Geschick so zu steigern, dass die Einhandwaffe leicht in der Hand zu führen ist. Folgende Bücher sind daher grundsätzlich zu lesen. Geschickt sein, wie geht das? Von Graf Wilberg von Canvas und ein Klassiker der Lehrbücher über das Krafttraining Wie werde ich stark von Herkules Hauzu. Albrecht der Bär. Ja, ich hab doch schon. Albrecht der Bär. Was haben wir denn hier? 19. Im Logbuch wird was über die Grundausbildung stehen. Garantiert. So, ich habe das Buch gefunden, Grundwissen von ja, enthält und damals auch Empfehlungen von. Genau, das sieht so aus, als wäre es doch tatsächlich jetzt das letzte Buch. Das heißt also, das müsste ich erstmal Bruno wieder zurückgeben, das letzte Buch. Achso, Stockwerk zu hoch. So, da kommen wir ein bisschen weiter mit unserer Grundbildung aus. Und mit unserer Grundausbildung.
Yep, das ist Kuno. Ah, Oliver, hält sie da Wache hier? Das ist gut, ja, das ist wahr, das mache ich so. So, Bruno war nach unten, ne, oder? Na, kommt er an? Da kommt er. Warte mal. Da kommt wie gerufen. Wegen der Grundausbildung? Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Das Buch über Einhandkampf. Einhandkampf. Ich habe das Buch über den Einhandkampf gelesen. Ein hervorragendes Buch, nicht wahr? Auch ich habe es in meiner Ausbildungszeit gelesen und es hat mir sehr geholfen, mich im Einhandkampf zu verbessern. Sehr gut, weiter so. Doch bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich. Wer erzählt denn sowas? Ja. Es war genau so, dann brauche ich ja gar nicht mehr weiter fragen. Als ob ich nicht schon. Und dann lassen wir den Bruno mal laufen. Mal kurz ins Log gucken. Grundausbildung. Ich habe Bruno mitgeteilt, dass ich das Buch über den Einhandkampf gelesen habe. Jetzt muss ich mal gucken, ob eventuell. Ich frag ja keiner. Einhänder, Anfänger 8%. 8%. Mhm. Gut. Okay. Mal gucken. Meine Meinung will ja keiner hören. Man erzählt sich ja so einiges. So. Genau so, wie du gesagt hast. Das war's für die 13. Folge. Wir ruhen uns erstmal hier aus und ich hoffe, es hat wieder ein bisschen gefallen. Noch mehr Ärger kann ich. Es hat auch wieder Spaß gemacht. Und es war wieder voller Überraschungen. Naja, mit den Goblins hat nicht so ganz geklappt, aber das werden wir noch irgendwann mal hinkriegen. Ich freue mich auf einen Daumen, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über ein Follow, again, follow me and follow you, Amanda Lear. Nee, das hat jetzt damit nichts gibt. Und vielleicht irgendwie ein andermal. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was und kommt gut durch den Tag. Ciao.